Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen Kultur. Kultur ist kein Luxus, Kultur ist ein Grundrecht und ist ein menschliches Grundbedürfnis. Der Mensch hat ein fundamentales Bedürfnis, für sich auszudrücken, für kreativ zu sein, zu dialogieren und durch Konfrontationen von Ideen weiterzukommen, sogar über sich rauszuwissen. Und das mischt der Mensch auch aus. Das mischt auch Kultur aus. Das ist Kultur. Kultur ist auch Vielfalt. Vielfalt an ihren Ausdrucksformen und Diversität ist fundamental zur Kultur. Kultur ist, gebe ich gerne so, bald Seele von einer Nation, grundlegend wichtig für den sozialen Zusammenhalt von der Gesellschaft, weil sie bringt Menschen bei ihnen und durch den Austausch wirkt sie an die Gesellschaft, die dann mehr harmonisch funktioniert. Und dadurch schafft Kulturverständigung. Auch verstehst du mich? Und gerade an der Covid-Zeit ist das so wichtig. Kultur hilft dies, die eigenen Muster abzubrechen und so den Freiraum zu schaffen, für neue Muster zu erkennen und zu definieren. Auch das an der Covid-Zeit ist ja nicht unwesentlich. Und dafür ist Kultur auch sinnstiftend. Also, wie arm wären wir ohne Kultur und ohne Künstler. Aber der Kultursektor ist fragil. Und der Künstler, ihre Situation ist prekär. Und das ist an der Corona-Krise noch verschärft gehen, wo nichts mehr selbstverständlich ist, an Zukunft unsicher ist. Und da muss Politik sich abbringen. Nicht für Kultur zu bestimmen, mehr für die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wie können Kulturschaffende leben, weiterkommen, sich führen und entwickeln? Das ist die große Herausforderung, die wir alle adressieren müssen. Den Kulturentwicklungsplan reiht sich an diesen Unterstützungswillen an. Den CAP, wie immer, Madame Rapportrice gesagt, für den ausdrücken kann, den der Joe Cox abgestellt hat, als ein wichtiges Bestandsabnahme von den Maßnahmen, die existieren, in dem Moment, wo ein aufgeschlossen ging, ist, und hat Pisten abgezeichnet, ob denen weitergeschafft gehen soll oder muss. Nicht keine Prioritäten gesagt oder Echéance vorgehen. Nicht keine Entstehungsgeschichte von den bestehenden Maßnahmen rumgehen, wie sie auf den Moment konsigniert. Auch von da aus muss die Kulturpolitik weiterentwickelt gehen und neue Visionen entfaltet gehen. Denn Abrekeb, gebe ich gerne so, als partizipative Prozess gehen, an die vorgesehenen Rekommendationen, etwa in der 62 oder sogar 64, sie vertieft gehen. Das hat Madame Rapporterin ganz flott ist für drin noch erklärt gehabt. Den Dialog ist besonders an der Corona-Krise ganz stark mit dem Sektor Führung gefordert, die vielleicht sogar noch mehr stark wie für drin. Und das eigentlich kann ich noch als die größte Stärke vom CAP-Prozess angesehen, weil es eine Weiterentwicklung von den Anfangsideen vom CAP brüht an neue Ulöten erkennen. Da hat der strukturierte CAP haut, nur und nur viel von den bestehenden Maßnahmen neu. Natürlich muss ein Kulturentwicklungsplan mehr wie eine Synthese an der Bestandsaufnahme sein. Es muss eine Kulturstrategie, einen politischen Aktionsplan geben. Nur die letzten Wahlen lassen also von der Regierung überholt gehen und damit der Bestandteil von ihrer Kulturpolitik. CSV war der Meinung, dass der CAP auch eine parlamentarische Begleitung braucht und hat diese Orientierungsdebatte angefragt. Sie ist in der Kulturkommission vorbereitet gehen, wo wir an Feiersitzungen, wie Madame Rapporterin schon gesagt hat, die Feierschwerpunkte von der Madame Minister vorgedroht haben. Wir als CSV waren der Meinung, dass den Darbesten nicht aufschließen könnt, ohne die Auswirkungen von der Corona-Krise auf den Kultursektor zu thematisieren. Den, wie hat die Kulturkommission auch angeschlagen. Madame Minister war immer mit dabei. Am Hühner Feier Weitersitzungen, dann auch mit richtigen Hearingen, mit dem Sektor können Gespräche feiern. Ich hätte ganz gerne gehört, wenn wir noch Vertreter vom Literatursektor und aus dem Audiovisuellen hätten hören können, weil auch da so viel Ausfall durch Corona. Das war aber aufgelehnt von der Kommission. Wir hatten aber drei Sitzungen, jedenfalls mit den Kulturakteuren. Der Präsidentin und Reporterin Juna Berner, ihre Rapport, gibt auch Präsentierung an der Kommission Gauderim. Und ich will ihr große Merci so für ihre schriftliche Rapport und ihr besonders für ihre exzellent mündliche Ausführungen. Euch bald felicitieren. Das war ein ganz flott Ries.
durch die Zeit, die wir auf diesem Thema an der Kommission verbrüht haben, ein Flutriese, wie die Riese durchgestaltet hat, ganz schön gemacht. Vielmals merci dafür. Und ich noch merci, und ich nicht nur als Reporterin, sondern als Präsidentin von der Kommission. Herr Präsident, den Kulturentwicklungsplan konnte Covid noch nicht berücksichtigen. Corona-Krise ist ein neuer, erschneidender Moment für den Kultursektor, an den es an einem Hegemus betroff, von den Schließungen an allen Erschränkungen. Prekarität vom unabhängigen Künstler zu normalen Zeiten wird durch die Pandemie noch verstärkt. Konzerte, Lesungen, Opferungen sind aufgesucht, Ausstellungen zugemacht, in am Anfang Lotzmann ist teils obermöglich, auch Theateropferungen, an aber mit meinem Publikum. Nicht nur die Artisten selber hat das schlimm getroffen, aber auch die Konzertorganisatoren, Galerien, Editoren, die die Werke von den Artisten bei den Leuten bringen und dafür auch so wichtig sind für die Kulturschaffenden. Ich will unterstreichen, dass der Kulturminister von Anfang von der Krise und den Artisten ganz sehr in den Darm gegriffen hat, mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen, besonders auch am Bereich vom Künstlerstatut an dem für die Intermittenten. CSV begrüßt die sehr Hölle für den Kultursektor, die stark leidet in den wirtschaftlichen Konsequenzen. Ich hatte schon vor einem Jahr, an einem Monat mittlerweile, hier auf der Chamberstribüne die Auswirkungen von Covid auf die Kultur thematisiert. An einer Motion mit vier Schleiern des Sektor, für den Sektor zu helfen, abrollt. Wir hatten die an der Kommission diskutiert. Sie also ein bisschen geändert, vielleicht ein bisschen in einer konkreten Form angeholt gehen. An den Zinnmengen schon ein Teil Sachen davon mittlerweile schon angeflossen an. Er bestehend arbeiten, leider trotzdem aus der Covid nach da an Motion bleibt nach Punkten immer aktuell, leider. Lo könnte dann drauf bauen, für die Post-Covid zu bereden, für das geflügelte Wort Resilienz von der Regierung zu gebrauchen. Für mich stellt sich eine essentielle Frage. Wie resilient ist der Kultursektor zu Lützeburg und wie kann Politik unterstützend wirken, für ihn dauerhaft mehr Resilienz zu machen, sodass er dauerhaft alle Krisen widerstehen kann, weil wir werden immer näher und immer mehr mit so Ereignissen konfrontiert gehen, die Resilienz vom Sektor auf Prüf stellen. Der Sektor langfristig und zukunftsorientiert zu stärken, darauf bekommt er den Lohn an. Du, wo es auch immer darum geht, als was kann Politik dafür machen, über die aktuellen Covid-Maßnahmen heraus, die logischerweise kurzfristiger Natur sind. Wir brauchen Visionen für den Kultursektor von den 2020er Jahren. Die müssen auch über den Cape an seinen Bestandsaufnahmen herausgehen. Der Cape muss weiterentwickelt gehen, für eine Weiterentwicklung vom Kultursektor zu kreieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, für das hinzukriegen, da liegt für mich das Kernstück an einer besseren Professionalisierung von den Artisten. Da muss Politik aktiv gehen, auch am Namen für soziale Gerechtigkeit, weil unabhängig Kulturschaffende sollen nicht für Prekarität auch nach der Armut rausrutschen. Es gibt große Unterschiede mit anderen Berufsgruppen und Bevölkerungsgruppen, ich meine, das wissen wir. Ob schon ganz, ganz viele Leute, drei Viertel von den Leuten bei einer Hochschulausbildung haben. Und ich brauche auch nicht zu sagen, dass wir zu Lützeburg nicht nur ganz engagiert, passioniert und motiviert Künstler haben, sondern auch immens gut Künstler und Kulturschaffende an eine Kreation von immens höherer Qualität. Dafür will ich Vorschläge machen im Bereich von der Professionalisierung von den Künstler und Kulturschaffenden folgender Natur. Sie gehen zum Teil über den Käbel raus, sie gehen über den Rapport von der Kulturkommission raus und zu den Schwerpunkten von der CSV für die Professionalisierung von den Artisten werden gehören, dort adressieren ich nur noch, Promotion von den Artisten, ein Encadrement, die nötig ist, einen zusätzlichen Zugang an der Subventionierung, an spezielle Unterstützung für Jungartisten sowie last but not least, für und allem Reform vom Künstlerstatut, die ja auch zum Teil schon angedeutet ist oder an der Maras. Am Bereich von der Promotion von den Artisten, da denken wir natürlich alle gut
und Kultur LX. Die Struktur als eine Emanation von Music LX sind logisch folglich. Ich habe damals gesagt, wie für ein über 10 Jahre gegründet ging, als dass es wichtig wäre, auszudehnen auf alle anderen Kultursparten. Nur an nur, wann Music LX hier echt Erfahrungen konnte machen, weil es war ein neuer Moment an der Kulturpolitik heute zu Lützeburg, wo ich musste gucken, welche Erfahrungen da gemacht haben. Kultur LX als eine von den ganz wichtigen Rekommendationen vom CAP und eine von den ganz wichtigen Maßnahmen, die am Gang als umgesetzt zu gehen. Und das eine von den Prioritäten von der Kulturminister und von ihrer Kulturpolitik. Zu Recht natürlich. Lo kann ich so, und das ist Maßnahme Nummer 8, es steht an den Probeieren, sie wird zu 70% umgesetzt. Das ist richtig, an dem Sinn, dass Präfigurations-ASB lo steht. Dafür kann ich noch fragen, wo sind man stand auf Haut, da für das Gesetzesprojekt an der Chambre zu deposieren, für ein Etablissement publik zu machen, drin. Das ist klar, dass Kultur LX nicht einfach Musik LX kopieren darf, wenn man weit gehen muss. Musik LX kann auch Haut nicht mehr durchstehen bleiben, bei dem, was sie an den letzten Jahren gemacht haben. Sie müssen auch dafür rücken. Wir müssen Haut Promotionsanstrengungen mehr weit gehen. Wir haben keine Agenten, Label, Buchern und so weiter hier im Land, die Künstler ihre Karriere führen und treiben dürfen. Und ich denke, dass man auch müsste gucken, ob du auf dem Plan Kultur LX nicht auch Aufgaben geben können, überholen, für Leute durchzugehen. Sie könnten noch Kulturpresseriesen verstärkt auf Lützeburg machen, angefangen mit der überregionalen Presse, regelmäßig international Kuratoren und Agenten auf Lützeburg bringen, für die Lützeburgische Kunst der Kunstszene kennen, dass die Lützeburger Kunstszene kennenlernen, an die neuen Künstler begegnen können. Und ich denke, dass neben den bestehenden Aufgaben für den Artisten ihre Karriere führen zu helfen, und das ist natürlich schon ganz viel, auch Kultur LX cross-disziplinär Synergien finden muss und Neues aufbauen muss. Promotion von den Künstlern läuft aber auch über Medien, ob Radio, Fernsehen, Kultur, auch Kulturpresse. Wenn noch Quoten am Kulturentwicklungsplan draufstehen, so hat man der Minister sich echt dafür ein freiwilliges Quote an den audiovisuellen Medien ausgeschwärzt. Die hat gesagt, gehabt man der Minister, die gibt Gespräche hin oder abholen mit den Medien zu diesem Zweck. Vielleicht könnt ihr schon so, wo der Domate drauf sieht im Moment. Weil es muss ja natürlich ihn zu. Und du hast es schon richtig. Und das war eine freiwillige Aktion, Gott sei Dank, von der Radio an der Corona-Zeit, als viel mehr Lützeburger Musik gespielt ging, an der das in einer anderen Form bis heute auch noch blieb. Die Hauptradio wird sicher auf 10% kommen, wo sie Lützeburger Musiker spielen, als 10% viel. Das ist jedenfalls ein bisschen mehr, wie es für drinnen war. Das ist sicher aber auch noch steigerungsfähig, weil nur Frau aus der Gesellschaft besteht und Qualität von der Musik von hier ist einfach gut. Wenn Quote freiwillig soll sein, dann müssen auch solche Medien nicht als Plivalie irgendwie für ihren Medium, für ihre Radio. Und dann sollen sie aber auch vielleicht noch weiter. Und ich will vielleicht darauf aufmerksam machen, dass am Ausland, und das für Lützeburg schon bekanntlicherweise ganz neu, Musiker und Bands dags gefroht gehen, wenn sie auftreten oder editiert wollen gehen. Ja, wie viel geht da bei ich selber am Land gespielt? Was sind dann eher Nullausstellquoten? Und das meine ich ja so ein Faktor, den ich muss bedenken und nicht negligieren, für um wie von der Professionalisierung vom Sektor auf von einer Karriere können führen zu kommen. Wenn ich so ungefähr 10% in meiner Meinung nur heute schon bei den Hauptradio erreicht, so ist das aber noch nicht bei Allradio. Du hast noch Platz, nur Urven, auch Raum für Initiativ anzuwirken. Wir kriegen ein neues Pressehilfegesetz, da wäre vielleicht nur eine Möglichkeit.
auch von den öffentlich-rechtlichen Radio viel Lützburger Musiker Gespräche über andere Kulturbereiche bringt. Es leidet das leider auch an seine Missionen. Und dafür könnten auch da noch weitermachen. Ich wünsche zum auch da ein Projet de Loi an der Chambre leuen über den öffentlich-rechtlichen Radio. Wie weit könnt nicht an der Radio oder im Fernsehen, du könnt ganz tags, je nachdem, wie ihr nicht lauscht, all wo ein Diskussionsrund zum Beispiel über die neuen internationalen Filme. Aber das könnt ihr doch auch machen für neue Bücher, die rauskommen sind im Lützburger März, für neue Theaterstücke, die auf diese Bühne brüht gehen, für Durchgespräche mit Musikern von allen Musikrichtungen zu zoomen und dann am besten zu bester Sendezeit, wenn es läuft, dann manchmal könnt ihr auch da auf eine Fassung oder etwas Zusätzliches machen. Nun muss ich natürlich so ein paradoxerweise, was mehr Lützburger Musik gespielt ging als an der Corona-Zeit, so sind aber nicht mehr Droit d'auteur gespielt ging, weil den Droit d'auteur, der Autorenrecht, eine proportionelle Remuneration als und auch dafür manchmal bleibt nach Sput mit Möglichkeiten für Lützburger Kultur flott an den Medien zu thematisieren, weil zu thematisieren. Merci. Eine wichtig für mich an CSV neue Achse wäre, das für die Artisten zu enkadrieren. Artisten enkadrieren heißt, sie fördern. Neben der Promotion muss darauf hingeschafft gehen, dass Artisten sie sich auf den nächsten Niveau heben können. An andere Bereiche geben, die den Karrieresprung nennen. Und ein Artist muss seine Karriere auch weiterentwickeln können, ob er in die nächste Stufe übergehen können. Dafür brauchen Sie mehr professionelle Strukturen, wie zum Beispiel Artistenresidenzen. Da möchte der Cape eine Reihe richtig aussuchen dazu. Sie gehen auch nur am Land entwickelt und an den Kulturhäusern verstärkt gefördert. Denn die Rekommendation Nummer 19 hat sie auf 60% gesagt, am Neumünster gehen neue Residenzen angeriet. Da sind ein Teil Sachen umlaufen. Mehr Möglichkeiten für Künstleratelier sind auch wichtig. Der Wohnungsbau geht nach immer mehr an das Problem von Räumlichkeiten für zu schaffen, viel mehr groß. Hier kann auch Zusammenarbeit mit den Gemeinden helfen, an auch da hat den Cape Maßnahmen ernimmt. Aber es geht auch noch mehr. Wir brauchen hier am Land Berufe rund um den Artist, ein Kulturindustrie, für die den Artist sich weiterentwickeln kann, dass er weiter kommen kann. Agenten und so weiter. Ein großer Auftrieb könnte heute zum Beispiel ein, wie wird nicht, Artisten-City gehen, wie Kunst- oder Künstlerfeier. Das könnte zum Beispiel am Erle College der Freien Nationalbibliothek hier in der Stadt der Fall gehen, oder das kann der 1635 zu Breiferdingen gehen, Kufa zu Esch, das könnte im Stadion José Bartel etwas draus gehen, auch da wäre ein guter Platz dafür. Und das könnt ihr nicht so gut kombinieren mit einer Zucht-Nationalgalerie, die man der Minister nicht mehr so nennt, auch nicht mehr so nennen will, eigentlich mehr das erste Ausstellungs- und Dokumentationszentrum für Lützburger Kunst, als das angeht. Das gibt es absolut auch können mit dabei machen. Ich sehe sie aber noch weiter gehen, dann ähnlich das wie die Rekommendation 36, nämlich mit so einem Ausstellungs- und Dokumentationszentrum sollen Atelier und Residenzräume auf der Platz verbunden sein, wo ihn zum Beispiel junge Kulturschaffenden, weil bleibt nicht auf Bindelkunst beschränkt, die Idee, während ihren ersten 2 bis 3 Jahren so ein Rundumpaket ermöglicht. Atelier erwünscht auf der Platz mit einem Karriere-Enkadrement. Ein Enkadrement heißt dabei begleiten, mit pluridisziplinären Berater für Projekte oder artistische Karrieren zu begleiten, wie dass sie sich entwickeln können und den Künstlerberuf valorisieren. Das heißt auch diffusieren, mit zum Beispiel einem Kommunikationsservice, das Organisieren von Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und anderen Aktivitäten und Aktionen, auch digitaler Natur, für die Visibilität von der artistischen Arbeit. Im Idealfall wäre natürlich da auch noch Platz, für das sich die enkadrierenden Berufe umsiedeln könnten, Agenten, Galerien und so weiter, weil so ein Platz, so ein Haus,
give spillover effekt bringen einer Büro vergiffen sich sto oder an der Gegend rundrümme usiedeln. Und da das an eine professionelle Begleitung als einfach krozial für Professionalisierung von den Künstler und Kultur schaffen. Und ich meine, dass die Paradigmenwirsel für die Sekte zu stärken, auch Brett für Zukunft zu machen. Weil darum geht es, ein Entwicklungsplan soll ja Weiterentwicklung bringen, will Weiterentwicklung bringen. Aber wie gesagt, können wir 2020 nicht da bleiben, was 2010 war, so wie wir 2010 nicht konnten bei 2005 da bleiben. Und das ist alles durch die Corona umso mehr vierdränglich. Die Existenz von so einem Artistenzentrum gibt neue Impulse bringen für Zusammenarbeit an neue Flutinitiativen, die der Kultur und der Kunst mehr Visibilität bringen dürfen. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt von Kulturunterstützung. So können die sich zum Beispiel Projekte vorstellen, wo ein Journal du Livre oder ein Becher vor, sich von dem Haus, von dem Zentrum aus, ich war in ganz Stadt oder Ortschaft ausdehnen gif, wo viel von diesen Autoren präsent wären, mit Lesungen an Opferungen oder Auftritten, ob die Leute durchgehen, an sie mit Abbeziehen, überall an der Stadt, an all Straßen, an all Geschäftsbecher wären, an Lesungen wären, an den Librerien, den Galerien, den Theatern, auf ungewinnten Plätzen, von denen zum Beispiel Kasematten hat, wo ihr auch die Geschichte an der Patrimoine von der Stadt, von der Ortschaft mit abzeigen könnt. Wo ihr könnt Kulturaktivitäten extra auf Kanne und Junker zugeschnitten, mit Fleißen losen, wo ihr noch vielleicht literarischen oder szenischen Kaffee oder Brunch machen könnt, für nur bei den Leuten zu sehen. Weil die Leute mit Abwannen an sie überall begegnen, mengen ich könnt von so einer Platz aus auch ganz flott möglich sehen. Natürlich kann ich dann auch auf einer Kunstdisziplin zuschneiden. Natürlich kann ich auch pluridisziplinär konzipieren. Das ist nur ein Beispiel für ein Projekt mit Impact. Wenn wir viel von begleitenden Berufen geschwärmt haben, dann ist es natürlich auch möglich, dass die sich außerhalb von einem Artistenhaus näher lassen. Das ist just wesentlich, dass man das zu Lützeburg kriegen. Wir müssen es auf Lützeburg unzählen mit den richtigen Konditionen. Das ist ja nicht der erste Bereich, wo wir Prospektion machen, Giffe für Betriebe unzuzählen. Weil, liebe Kolleginnen, wir haben zu Lützeburg kein Agente, kein Bückere, kein Label, kein Lektorat, kein Berufe von der Kulturindustrie, die die Künstler enkadrieren, auch wichtig für seine Entwicklung und Promotion sind. So ein Artistenzentrum soll eine Unzählungskraft auch auf so Berufe ausüben, für sich heute zu Lützeburg näher zu lassen. Egal ob am Zentrum oder so sind zwei rundherum. Das ist just wesentlich, dass wir so Berufe hineingeben kriegen. Wir müssen sie unzählen mit Konditionen und Anreizen, die, wie gesagt, auch in anderen Sektoren schon gehen. Das könnte natürlich auch eine Aufgabe gehen, für Kulturerlebnisse, für eine Prospektion zu machen. Wenn wir keine Musikindustrie haben, wir bräuchten die Anlage. Aber wir bräuchten neben den Tonstudios, an den Konzertplätzen, auch Agenten, Produzenten, Editoren oder Labeln, die sich hier etablieren oder in Auflehen an den von ausländischen Häusern sind. Für sich um als Musiker zu kümmern, für sich für sie zu interessieren, für sie mit Führung zu holen. Ich muss jedoch bedenken, dass Corona ganz viele Junker desillusioniert hat, für einen kulturellen Beruf umzugehen. Sie zicken, sind aufgeschreckt, für ein Musikstudium oder Beruf anzugehen. Das sind eh schon die kriegt, das ist konkret. Und so gehen es ganz viele Artisten emergent verloren. Auch die, die an den letzten paar Jahren abgebaut haben und gesehen. Covid darf den Elan nicht futti machen. Nur Covid wird die Bands nicht mehr da sein, wenn es nicht möglich ist, abzutreten und Konzerten zu spielen. Es wird viel wegfallen mit Corona. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen ändern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch einen Musikfonds gibt, ansetzen, für heute an dem ganzen Bereich führen zu helfen, auf den Punkten, die ich für den annehmen tun. Ähnlich als es für die Literatur. Am Covid sind keine Lesungen möglich, kein internationales Festival, Residenzen sind verloren, die Vernetzung ist fort, da kommen sie fort. Wir gehen Literaturagenten und Kritiker gebraucht, Lektorat, Korrektorat, Mittel für Übersetzungen. Bref, auch hier Engagement für Kompetenzen zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das zählt natürlich nicht nur für die Jungen, sondern auch für konfirmierte Schriftsteller oder eine Künstler.
Et geht darum, wie mehr Leute mehr lang professionell Fuß fassen können an der Kultur. Wir sind noch ganz froh, und ich meine mir alle guten Heilbannen, dass 2021 nicht voll verbessert ist, und auch Peterburg hier groß fahren, rundherum mit Buch an den Theater machen. Ich meine, das ist einfach ein wichtiges Nachricht für den Sektor, den du mit der Römer ein bisschen Luft für zu atmen kriegst. An, an der nächsten Woche, als auch den ersten, sind die ersten Märsche Theater, die ich, mit einem, wo ich fand, ein wirklich ganz interessantes Konzept, wo sie auch ganz Berufe an den Mittelpunkt stellen. Ich fand das ein ganz flott Initiativ, und das ist schon ein gutes Zeichen für, um wie viel weiterzugehen. Leif Kolleginnen und Kollegen, Unterstützung und Promotion geht natürlich auch mit Beihilfen und Subventionen weiter. Laut Umsetzung vom CAP gibt die Politik redefiniert, gehen 50% davon wäre realisiert. Schon an der Fischtechnik keine Präzision davon, was das heißt. Kriterien gehen ernimmt, dass es neuer sind. Und ich gebe dafür gerne sozusagen einen neuen Tierang Fischlauf hier an die Schaf dabei zu machen. Ich denke, dass es heute stärkst kruzial geht, für ganze Projekte zu finanzieren. Nicht nur neben Buchsen, nicht nur ein spezifisches Subsid, mehr als globale Kreationsprojekt. Die ganze Entstehungsphase von der Reflexion bis zur Produktion und Diffusion konsiderieren und unterstützen. Damit ist dann noch die ganze Scheinwand abzuhören, die gebraucht wird, für ein gutes, ja, professionelles Projekt auf Bein zu stellen. Damit wird ein ganzer Kreativzyklus unterstützt, man singt in verschiedenen Etappen. Ein Schriftsteller braucht zum Beispiel eine Begleitung für seinen Text. Von der Reflexions- und Konzeptionsphase wird Schreiben, der Lektorat, Traduktion eventuell, Editieren, Diffusion. Und wenn der ganze Kreativzyklus mit Abbezüge geht, die ganz viel gelehrt und noch gelehrt Arbeit für ein Buch zu schreiben und herauszubringen, alle Phasen mit geguckt gehen, vielleicht sogar mit spezifischen Residenzen, da kann ihn auch die ganz schön die Livre mit Abbezügen an so eine Professionalisierung unterstützen. Ich denke, auch das ist ein Development durable und das langfristig orientiert. Er ein Minister hat bei dem Minister am März von diesem Jahr ein paar neue Linnen auch da rausgehen und hat eine Appell an Kandidatur gemacht, zum Beispiel im Bereich von der Literatur, für die Relance von der Aktivität Editorial Luxembourgeoise zu machen, die, wie es heißt, ganz schwierig und das richtig getroffen ist von der sanitären Krise. Es steht da, der Minister gibt einen Appell raus, einen Appell auf Projekt raus und Editionshäuser, die professionell sind, die eine Produktion editorial regulär und die Qualität et accessible au plus grand nombre sind. Ich weiß nicht, ob diese Unterstützung just für die Covid-Zeit gedauert ist. Das ist jedenfalls ganz interessant. Und der Minister erklärt sicher auch, Hanno, was der Kriterium accessible au plus grand nombre in diesem Kontext heißt. Auf jeden Fall ein Editionshaus ein Equilibre Ökonomik muss haben, für diese Subsidien können zu kreieren. Sollte die Maßnahmen durch die Pandemiezeit beschränken, dann denke ich, dass es sicher der Wert für darüber nur zu denken, für sie weiterzuführen, an damit die Editeure von guter Literatur zu unterstützen. Damit der unterstützt ihr auch dort hören. Ich weiß, die hat schon mal gesagt, mein Minister, der den vier Betriebe zu unterstützen, eine Gesetzesänderung gibt, brauchen. Ich wollte dich fragen, ob er Hausen so ein Gesetz schafft und ob es schon ein Timeline gibt, um dafür für das zu finalisieren. Die hat auch einen Appell an Kandidatur gemacht für eine Orchesterkomposition, Kommanden herauszugeben für die nächste Saison. Ich meine, da stellen sich die Frauen ähnlich, auch für Musikkompositionen oder für Release von Bands, von CDs, anderen Tony Vedroa gilt, den ganzen Schaffungsprozess zu unterstützen, also globale Konzept. Ich meine, auch da kann ich nicht ausdehnen, die Idee, die ich für drunter gemacht habe, für den gesamten Kreativzyklus als E-Projekt, globale Projekt umzugesehen, Konzeption, Proben, Doppeln an den Studien bis hin zur Diffusion. Weil wir wissen, mit wenig Suche kann in einem Kultursektor viel erreichen, an der Sektor möchte viel mit wenig suchen und das nicht an allen Sektoren so.
Ein anderen Akzent, den für uns wichtig ist, als sind die emergenten Artisten, auch für junge Artisten zu fördern, soll in eine Art Anschubfinanzierung, eine Anfangsfinanzierung abfeiern, eine Extrafinanzierung gerade am Anfang von ihrer artistischen Aktivität, für ihnen den Einstieg an Professionalität besser zu ermöglichen, zu erleichtern, an ihre Entwicklung damit zu fördern. Also eine Art Aide-au-Démarrage während einer gewissen Zeitdauer an einem Fonds d'Aide-au-Démarrage abfeiern, mit extra Novus an emergent Programme, egal wie in Alter die Leute davon aufgesehen haben, aufstellen. Ich komme zum Künstlerstatut, der natürlich ein ganz wesentliches Element ist von Unterstützung von der Professionalisierung. Von 2005 an als 12 von den Artisten und Intermittenten beständig herabgegangen, die am Statut angeschrieben sind. Ich stelle über die Statistiken von heute fest, dass nur zwei Personen zwischen 21 und 30 Jahren angeschrieben sind am Künstlerstatut. Kein jung professionell Artisten mehr oder auch von Proportion ernst, das ist bei den Intermittenten, muss ich sagen. Aber aus der die Konklusion, die ich daraus misziehen. An den Art visuell aus den allergrößten Teil von den Artisten angeschrieben, und zwar 54, und dann könnt ihr auf zweiter Platz Musik mit 14. Das ist auch ein ganz großer Unterschied. Und dann muss ich auch noch bei den Intermittenten dabei sein. Auch da denke ich, dass muss darüber evaluieren, was das bedeutet. Und an der Literatur haben wir just drei Personen das Statut. Frauen sind die größte Proportion, auch von den prekären Emplois natürlich an der Kultur, das als Leute halt bei wohnen. Das sind wichtige Enseignemente, wenn man in Statistik guckt. Da muss ich gucken, was möchte ich da draußen? Und da sind gezielte Maßnahmen überall, über die muss es noch gut gehen. Übrigens, ich nenne das auch noch immer das Statut vom Artisten, vom Intermittent, auch von einer der vierten Regierung zu sozialen Maßnahmen degradiert gehen. Und ich meine, das ist schon die erste Änderung, die am neuen Gesetzesprojekt und dem er Leute mit dem Minister hier schaffen, geschehen soll. Die richtig annützt die Degradant-Denomination. Ich hatte doch schon am Dezember 2014 hier auf der Chambers-Tribüne gesucht. Und meine andere Propose von dem uns kann ich auch heute noch immer in der Schreiben, der Schlue 4, Stagezeit für die Jung, für den Statut, die erste Kehr zu kriegen, zum Beispiel ab 8 Meinen Ruf zu setzen, am Platz von einem Jahr. Ich weiß, Madame Minister, die hat an der Covid-Zeit mein Propos für ab 6 Meinen Ruf zu setzen, am Platz von einem Jahr aufgeholt. Und ich denke, da so in all betroffenen Artisten, ich herzliche Merci, weil das wahrscheinlich noch ganz nötig gewesen. Mein Vorschlag ist auch für die Mobilität zu fördern bei der Kondition der Residenz, an dem in der Residenzklausel ernst das Gestalt und erlaubt, an der eigentlichen Referenzperiode länger Aufenthalte am Ausland machen zu können. Und so gebe ich so, in 2 Jahren innerhalb von 5 kann ich auch einen nicht permanenten Sitz zu Lützeburg gehabt haben. Ein Kümmel mit dem Droit d'Etablissement, meine ich, wäre auch ganz gut zu analysieren, ein ganz spezifischer Kontext, der besonders an der sogenannten Kreativindustrie wie dem Design, und das wäre im Moment per Ricochet auch möglich für den Artisten dann als andere Sparten zu erlauben, eine Autorisation d'Etablissement zu fragen. 2014 sind geänderten Zeiten, auch für der Post-Covid-Zeit Rechnung zu drohen, gebe ich heute noch zusätzlich Vorschläge machen. Und zwar der Betrag, den den Artisten ausgeschüttet hat, geht von 50% vom Mindestlohn auf 70% zu heben. Der Revenu, der 4 zu weisen, als auf 3,5-mal den Mindestlohn festzusetzen, auf Platz 4, kann ich noch 3-mal machen. In gewissen Konditionen ein Top-up ausbezahlen für Chargepatronal oder sogar an nach mit großen Ausnahmen die ganz sozialen Lasten oder Talschstoffen, je nachdem, vom Fonds Sozial-Kulturell überholen. Ich hatte das für die Jungen am Statut damals angefordert, aber ich fand, es soll in den Teil klar identifizieren, klar ausweisen. Und das schwierige Fall der Zeit, wie gesagt, ob eine Kategorie für Beneficiären, wie nehmen die Jungen an ausdehnen. Jung heißt Künstler, die am Anfang von ihrer Karriere stehen. Es können denen einen punktuellen Maßnahmen aufhören, für den Verlust von Autorenrechten partiell zu kompensieren. Ich denke, dass auch dann hätte am Regime vom Artist, auch von dem vom Intermittent analysiert, sollte gehen, ob da Annäherungen möglich sind.
anders soll vielleicht möglich sein, für auch Reflexions- und Schaffensperioden mit anzubeziehen, die nicht direkt remuneriert sind, aber nicht sie für ein Projekt auf den Bein zu stellen. Die hat der Minister zusammen mit ihren Leuten auf den Assisen auch nach anderen Elementen vorgestellt gehabt, die administrative Natur sind oder wie die Periode von 24 meint oder den Carnet an auch die Dreijahreszeit, Stagezeit zu ändern. Und ich meine, das macht auch ganz viel Sinn. Das brauche ich dann nicht nach ein paar zu wiederholen. Das für drun gesucht, leif Kolleginnen waren mein größter Vorschlag für das Gesetz über den Künstlerstatut zu ändern. Der schafft und der Änderung von dem Statut könnte ist man der Minister vielleicht schon Stand von dem von den Sachen so und wie es führen geht mit der Ausschaffung oder sogar mit dem Depot von dem Projet de loi an der Chambre. Professionalisierung von den Künstlern, die Damen und die Herren, als ganz wichtiger Punkt an den Schmengen, ein zweiter wichtiger, als den vom Zugang zu der Kultur, vom Access zu der Kultur, vom Publikum insgesamt. Ich meine, das ist als Kunst- und Kulturvermittlung ganz wichtig, Mediation als fundamental für den Access zu der Kultur. An der Kip hat auch eine Rekommendation Erde 40 geschrieben, mit dem Realisé ob 20%. Vielleicht könnte ich es dazu mehr sagen, Madame Minister. Auch an der Schulmenge, ich muss es systematisieren, dass Kultur ein normaler Bestandteil vom Programm geht und an das Programm integriert geht. Madame Rapportrice hat schon eine ganz flotte Ausführung dazu gemacht, an ihrem Rapport. Und ich will auch dort noch ein paar Sachen dazu suchen. Weil ich meine, erstens mal ist immens wichtig, Kultur an der Schule zu haben, über die Lehrprogramme raus, für die Entwicklung von den Kindern und Jugendlichen. Es ist auch bewiesen, dass ein wichtiges und effektives Instrument aus vom Rekrochage scolär, aber bei Jugendlichen mit Schwierigkeiten, wir haben an der Zeit, auch zu meiner Zeit, viele Erfahrungen und Projekte dafür gemacht. Hat. Demnach hat sich zusammen mit der Educationsministerin Madi Delvo ein Konzept sur l'école grâce à la culture ausgeschafft. Und ich denke, das ist immer noch richtig. Aber ich meine, dass es doch noch andere Elemente haut muss gehen. Ist zeitgenössische Literatur gehört an den Schulen komplett an das Programm integriert. Dafür brauche ich natürlich auch Lektürhilfe an Rezensionsliteratur. Da können aber auch Autoren, Bildungskünstler, Theaterschaffende, Musiker und so weiter zeitweilig an den normalen Unterricht an der Klasse mit abbannen. Natürlich kann ich dafür gehen. Umso mehr wurde am Lüssig schwierig, als für mit der Klasse bei der Kultur zu gehen, weil an der Primärschule zwar mir einfach ist, aber immer Männer trotzdem, weil viel Zeit dafür drauf geht, wie es das Lehrpersonal aus dem Grundschulen sieht und nicht überall am Land natürlich gerade so einfach aus, auf dieselbe Plätze für kulturellem Angebot hinzukommen. Auch an der Maison Relais, an dem Cycle 1, soll mehr zusammen sein mit Künstler und Kultur sein. Ich denke zum Beispiel an die neue Initiative, die mega gemacht hat, für eine Educationsequipe anzufeiern. Ich weiß, dass natürlich eine Kulturequipe am Educationsministerium gibt. Das ist aber auch ein wichtiges Element, für das gezielt anzusetzen. Kultur zählt auch ganz viel für Altersheime, gehört an Flüchtlingsstrukturen oder an das Centre de Retention. Auch für das junge Publikum, Lesen, Kultur rund zu feiern, ist es natürlich wichtig, dass sie schon ein paar Kontakt mit Kultur kommen sind und dann an der Schule und dass sie nicht von der Kultur wegdriften. Sie müssen einen natürlichen Reflex für die Kultur kreieren. Troll von der Schule, manchmal ist es evident. Auch Museen, die wir hier exzellent pädagogisch Aktivitäten heraus, müssen sich evaluieren, wie sie die Jungen, die Jugendlichen unzählen, bei der Stange halten können. Weil, wieso in dieser Dachsburg, du gehst da sowieso kein mehr hin. Und das manchmal soll ja gerade schon nicht der Fall sein. Da spielen sicher natürlich auch Virtual und Augmented Reality eine wichtige Rolle in der Zukunft. Und da spielt manchmal auch der Jurenpass, den ich damals angefordert habe, eine Rolle. Ich meine, es gibt noch nach immer an die heute mit dem Minister an Konventionen angeschrieben von den Kulturhäusern. Ich freue mich aber, ob er nicht mehr bekannt muss gemacht gehen, bekannt, dass seine Existenz nicht gewusst ist. Ich nehme an Kontext von dem Zugang zu der Kultur natürlich auch den Kulturpass, den
nimmen Journée Culture pour tous, die ich 2012 oder 2013 op Faust gesagt hat, für den Zugang zu Kunst der Kultur, zu der Praktik kulturelle Artistik für jeden Verein abzumachen. Und ich meine, ich kann nur wiederholen, Kultur als Grundrecht. Auch hier weiß ich nicht, wie viel noch gewusst ist, dass es den Kulturpass gibt, von denen, die ihr könnte gebrauchen. Auch hier ist ein formell an Konventionen mit den Häusern angeschrieben gehen, was gut ist. Aber ich denke, dass den auch solche Haut die Form davon überdenken soll, für den Menschen die Angst für Stigmatisierung zu holen, die sich mit der Zeit ein bisschen angeschlagen hat. Und natürlich ist in diesem Bereich Kulturvermittlung auch ein ganz wichtiges Element. Ein anderes Element, das leidet mir ganz stark um Herz, auch wenn ich das Thema nicht weiterentwickeln kann, dass ich fand, dass der Beauftragte für Interkulturalität soll geschärft gehen. Weil die Integrationskraft von der Kultur an die kulturelle Vielfalt sind durch einen Auftrag und Kulturpolitik. Wenn man Zugang zu der Kultur spätzen, muss man natürlich auch Kultur an den Regionen haben. Beim Zugang zu der Kultur spielen die regionalen Bibliotheken eine große Rolle. Das Gesetz soll auf den Licht geholt gehen. Das ist nur über ein Dossier, aber vieles hat sich geändert. Ich meine aber, das Netzwerk von regionalen Bibliotheken muss ausgebaut werden. Wir brauchen heute auch nächstes neue regionale dezentrale Bibliotheken. Wenn wir Regionen schwätzen, ist natürlich auch froh, wie steht es mit der regionalen Kulturanimation. Muss in die Animation reanimieren auf der Platz, wie schafft die Equipe, die dafür zuständig ist, haut? Weil ich meine, das ist wichtig, dass die regionalen Animateuren auf den Terrain gehen, an der Region präsent sind, wie viel Kultur können zu sensibilisieren, auch viel zu helfen, Kulturprojekte und kulturelle Aktivitäten dort zu entwickeln. Das bringt mich auch zu den Gemengen. Weil Gemengen haben für mich ganz klar eine kulturelle Aufgabe zu spielen und zu erfüllen, auch wenn sie heute stärkt, keine obligatorische Mission im Kulturbereich haben. Vielleicht kann ich sich das auch ein bisschen evaluieren. So haben aber heute Gemengen mehr Möglichkeiten wie in den 2000er Jahren für die Rolle gut wohl zu holen. Und viele von ihnen machen das auch schon. Sie machen auch mit ihren regionalen Kulturzentren, die eine wichtige dezentrale Kulturrolle überholen. Aber ich meine, der Teil muss auch darüber herausgehen, so eine Mission geht, darüber heraus muss außerhalb von den Kulturzentren auch stattfinden. Wenn wir ein Klimabüro für Gemengen haben, wenn ein Conseiller Logement angefordert wird für Gemengen, dann sind das vielleicht Flottbeispiele, wie man auch kann mit den Gemengen zusätzlich führen gehen und die regionale Kulturanimation die Rolle überholen lassen, die sie haben, und weiter verstärken. Ich gebe euch gerne bei den Regionen drei Projekte nach sehr ausschwätzen, die für eine Region, aber auch weit darüber hinaus wichtig sind. Ich meine die Klammer aber noch nicht, auch von so Sachen sind, die mir wirklich um Herz leuen. Aber ich meine, wenn man von Regionen schwätzen, dann muss man über die Regionen noch über die Grenzen heraus gucken. Und da hatten wir an der viel kulturelle Kontakte und Projekte mit der Großregion. Am Cape steht nicht von der Großregion. Wir haben aber auch eine Verantwortung für Kultur an der Großregion mit unseren Nachbarn, die wir auch sonst an anderen Bereichen so viel brauchen. Das ist gut, dass mit erst 22 nicht grenzüberschreitende Kulturkontakte und Projekte verdeift gehen, zwar nur auf einer Seite von einer Grenze, es gehen auch nach einer Grenze, aber das ist schon ganz wichtig. Es wäre in den letzten Jahren ein bisschen verschwunden. Und ich meine natürlich über die Kulturhauptstadt, also raus, auch die Kultur mit der Großregion, dieses Thema muss gehen an die kulturelle Zusammenarbeit mit der gesamten Großregion neue Impulse kreieren. So. Schließlich wäre Kultur an den letzten gut 15 Jahren ein Aushängeschild für die Großregionspolitik. Und die Artisten, die müssen auch mal für dich bis an die Großregion kommen, für abzutreten. Auf dem Plan sollen sie aufhängen, ehren sie gleich mehr weit können oder wollen gehen. Das ist ein ganz wichtiges Element von Erfahrung, die sie sozusagen für in der Haustür können machen. Auch in dem Kontext also könnte eine Kulturpolitik mit der Großregion eine extrem hohe Bedeutung zu. Last but not least, in diesem Kontext komme ich beim Zugang zur Kultur natürlich auch auf soziokulturelle Strukturen und Aktivitäten der Benevolat und Kulturvereine. Viele Musiker und Gesangsensemble sind richtig Pepiniere für neue Artisten.
die Jung kreen so überhaupt mal Kontakt mit der Kultur, als in dem der sensibilisiert für Kultur. So wie es dann noch der zukünftige Publikum für die professionellen Artisten aus den Vereinen Europa. Ich nehme heute das Modell für Koordinateur Sportiv, den in der Corona-Zeit vom Sportsminister an Zusammenarbeit mit den Gemengen angesetzt ging. Ich muss natürlich aber an dem Kontext auch, wie mir alle gute Leute, ob der Covid zu spät zu kommen, weil auch Vereine leiden an den sanitären Einschränkungen, wie heute Madame Luchsche, die ich gesucht gehabt habe, die Pandemie hat Probleme vom Benevolat noch verstärkt. Anhand dieser Woche, also Gott sei Dank ist möglich, dass Proben sind an den Musiken zu 10 Leuten maximal. Das ist ganz wichtig, weil sonst gehen die Kulturvereine los an. Es freut sich, aber ob das nicht ein bisschen echter können gemacht gehen, Schnelltester hätte ich auch vielleicht heute können benutzt gehen an helfen. Bon, los ist es jedenfalls so, dass es möglich ist, und los ist die nächste wichtige Frage, wie geht es für uns, was sind Pläne für die nächste Etappe für die Vereine und soziokulturellen Aktivitäten, das Leben und die Leben zu ermöglichen. Weil auch sie sind ein ganz wichtiger Vektor für den Stellenwert von der Kultur an der Gesellschaft. Und das bringt mich zum Stellenwert von der Kultur und zur Sensibilisierung auf Kultur. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Wir haben eine ganz diversifizierte Kulturlandschaft an artistischer Kreation von ganz hohem künstlerischen Niveau zu Lützeburg. Ziffern vom Emploi vom PIB und der variieren, je nachdem, was man dran gezählt wird, ob man oder ohne Kreativwirtschaft. Und das ist aber auch nicht der springende Punkt. Weil alle Gesellschaft braucht Kultur, aber Kultur kann nicht wirklich gemusst gehen. Kultur braucht aber Unerkennung. Ihre Stellenwert müssen nicht geschätzt gehen und Bewusstsein davon generalisiert gehen. Ein starkes Engagement für Kultur hat die Rapportrice das genannt gehabt an ihrem Exposé für drin, was ich nicht mehr schreiben kann. Wir müssen dafür sorgen, dass Südfrieden auf seiner Plätze mit seinem Talent und der Kultur teilhaben kann. Es muss in Kultur an der Post-Covid-Zeit auch nichts gesehen, nichts spüren. Mehr Diskussionen von der Öffentlichkeit über Kultur, mehr Debatten an der Öffentlichkeit, am öffentlichen Raum, am Publikum über Kultur. Mit nicht mehr Visibilität rückt Kultur auch mit von der Gesellschaft nicht zurück, wo sie auch rausgeholt werden durch den Covid. Sie kriegt dann den richtigen Stellenwert, den sie genießen muss. Und sie kriegen zu kriegen, als Artisten und Kulturschaffende auch die richtige Unerkennung, die ihnen zu gut ist. Mehr Unerkennung, mehr Visibilität hilft ihnen auch, ihre Situation zu stabilisieren. Weil Politik unterstützt Kultur, für das sie nur bei wirken kann, für das sie die Rolle vom sozialen Kit erhöhen kann, für das sie hilft, Gesellschaft zu orientieren an der Post-Covid-Zeit mit ihren vielen Umwälzungen. Politik weiß, dass das eine ganz wichtige Rolle ist von der Kultur und dafür unterstützt die Kultur. Kultur und nicht Konsumkultur soll nur der Corona-Krise an der Gesellschaft bleiben. Die Leute dürfen sich nur Covid nicht von der Kultur desengagieren, weil Kultur als eine Wolle für die Gesellschaft. Und Kultur und Artisten dürfen nur der große Covid-Solidarität, dafür müssen sie rausgehen, an die Gesellschaft, matzen an die Gesellschaft, sie dürfen nicht an einem Kokon bleiben, von eigenen Sektor oder von einem Minister, wo so viel Flotz Solidarität war, an der richtige, wichtige Solidarität war, an dem letzten Jahr, da muss ich natürlich da noch gucken, wie es für uns geht. Weil Post-Covid, wie ist es los, wie geht es für uns? Ich meine, Ihnen das ganz klar, ich schon auf Elemente für uns Druck gewiesen, mit den Proposen, die ich am Namen von der CSV heute gemacht habe, für den Kultursektor und Kulturschaffenden zu stärken, für den sie auch nur der Covid-Krise können Perspektiven haben, an ihre Berufung weiterhin ausüben. Post-Covid ist aber auch noch auf anderen Punkten wichtig. Covid wird ganz massiv und strukturell Neuwege bringen, natürlich überall, das ist ganz klar, aber auch an der Kultur. Und am Ausland stellen sich Musiker ganz viel Frauen über die Corona und drücken dadurch künstlerisch aus. Und so kann der Kulturbetrieb auch nur Corona nicht dieselbe sein wie für drin. Er muss wohl sein Programm von Biselow ziemlich radikaler vorstellen, mit neuen Interaktionsformen auch zum Publikum hin experimentieren, neue Formate oder Schnittstellen von analog oder physisch an digital entwickeln. Egal ob Konzert oder Ausstellung, Formate werden viel mehr gemischt gehen an Zukunft.
Material und digital gleichzeitig gemischt. Und so mussten dann auch Kommunikationsstrategien und Kulturkommunikation ändern. Tournee werden ändern, den ökologischen Fußaufdruck werden eine Bedeutung an der Kultur oder am Kulturgeschehen kriegen. Zurück zur Normalität, wo wir tun, wird es nicht gehen. Und da sehe ich auch vielleicht ein bisschen nicht ganz aufgestanden, mit aussehen, wie wir sie an der Kommission hören haben, von den Kulturinstituten. Ich denke, dass aber vieles andere wird auch an ihrer Erde weiß, für zu schaffen, wann die Corona bis soweit ist, Gesellschaft nicht verlässt. Weil die Gesellschaft wird sich ändern. Und wir wollen eine ungebrochene Relevanz von Kultur schaffen an dieser geänderten Gesellschaft. Geht sicher nicht zurück an eine Kultursicherung, aber es muss eine Beschleunigung von der Kulturentwicklung kommen, weil nur Corona bleibt alles anders. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister, das sind Prioritäten und Gedanken von der CSV für die Kultur, die Artisten und die Kulturschaffenden zu stärken und neue Perspektiven zu geben. Sie gehen über den Kulturentwicklungsplan raus. Es ist ja auch ein Entwicklungsplan. Und CSV will damit der Impulse gehen für die Weiterentwicklung vom Kultursektor an den 2020er Jahren. Es gibt natürlich noch ganz vieles zu sagen. Der Käpe hat auch ganz vieles geschwärzt. Am Ministerium sind ganz viele Arbeiten am Gang. Und darunter, ich meine aber, dass ich hier Hauptakzente entnehmen auch zum Beispiel nicht den Patrimoine angeschwärzt haben, den wohl eng von vier Jahren von diesen Hearingen war an der Kulturkommission. Mit da als ein Projet de Loi am Gang, ich meine, da haben wir geliehen, für Historie auszuschwitzen, schon noch nicht national Infrastrukturen angeschwärzt. Da können vieles dazu sagen, auch von der Entstehungsgeschichte. Ich will vielleicht just eine Mark nachmachen, die für drin abgeworfen ging, als vom Avenir an der Forschungsgelder, soweit wie ich weiß, als das möglich, wenn es den Kriterien der Performance vom Fonds und sich gerecht geht. Dafür muss ich ein Kehr mit dem Fonds gucken, wie das möglich ist. Ich meine, für den anderen, dass sie müssen eine neue Forschungsachse daran herabbringen, dass das überhaupt kein gemacht wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel Zeit gehabt für heute zu schwätzen, und schon ist auch viel abgedrungen. Dir verdankt, dass wir an dem Kollegen Marc Baum, weil hier nicht so viel Zeit zur Verfügung, aber für ihn ist das eigentlich heute ein ganz wichtiger Moment. Wir können gehen den Aufschluss von seiner Karriere hier, aber zu uns über die Kultur zu schwätzen. Ich meine, das ist ganz wichtig. Ich kann auch immer rumkommen, von seiner Karriere vom Moment, entschuldigt. Das ist natürlich ganz richtig. Ich will konkluieren, liebe Kollegen, dass ich meine, eine Debatte der Orientation soll Orientation gehen. Und ich denke, so eine Debatte soll nicht ohne Emotionen aufschließen. Dafür, Herr Präsident, wollte ich halt zwei Emotionen anlegen, die ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sich auflehnen von dem, was ich heute an meiner Rede gesagt habe, und die auch ein Teil von den Konklusionen aus dem Rapport mit Röhm gehen. Voilà, und das bringt mich als Aufschluss dazu für der Ulrike Beil als die rezenteste Laureatin hier am Land für ihren Servipreis zu gratulieren. Den Titel von ihrem Werk, Wie viele Fäden tief, also ein bisschen symptomatisch für diese Debatte. Die viel artistische Firmen von dieser Kultur gehen eine schöne Kulturgobelin. Ein wunderbares Bild von dieser exzellenten, liebischen, vielfältigen und reichen Kulturszene heute zu Lützeburg. Die ist Gesellschaft mehr reich, mehr tiefgründig, mehr wertbewusst, mehr lebenswert mischt. No culture, no future. Ich sage vielmals merci für Ihre lange Aufmerksamkeit. Merci vielmals.